Souls 3 geht weiter. Schöne Box. Schön Metall mit Stanzen. Ich mag sie sehr. Ich habe mir was zu essen bestellt. Und ich glaube, es ist jetzt Teil 25. 16 Leute gucken zu. Ich glaube, das ist Rekord bei Dark Souls. Und bis mein Essen kommt, werden wir noch einmal eine Runde Farming-Action machen. Dass wir so, ja, 2 Level hochkommen. Im besten Fall können wir da auch den Endgegner legen. Dann bin ich wieder umgekehrt die Hülle. Ich guck mal ganz kurz, was ich hier an Mails bekomme. Da, da, da. Ihre Bestellung ist angekommen. Wunderbar. Sushi haben wir uns bestellt. Für 10 Euro. 18-teilige Sushi. Das geht. Das ist sehr günstig. Und ich sehe sehr viele Ritter hier. Laufen. Okay, der hat noch nichts freigeschalten. Das heißt, er hat hier diesen heftigen Weg. Ich mache jetzt auch mit dem Schwert weg. Das macht keinen Sinn, mit dem bloß rumzurennen. Auch wenn es ordentlich Schaden macht, was sehr schön ist. Geht weiter, Gefreiter. Und durch das Online ist es schon echt einfach geworden. Wie unbefriedigend das ist. Und Leute hier nicht mit einem Schlag killen. Zwei Schläge braucht. Komm nicht mehr. Kleinvieh macht bekanntlicherweise auch. Bis der sich hier durchwurstelt. Wir hier noch ein paar Leute. Ein Kopf kürzer gemacht. Aua. Ich nehme hier einfach mit Kopf aus. Wir könnten ihm ja den Weg ebnen, sage ich mal. Und genau das werde ich auch tun. Die Leute, die sich hier nicht. Ach, er ist schon mit dabei. Was hat er eigentlich für eine Rüstung hier an? Kann mir das jemand sagen? Das mit dem Umhang? Das ist mir nämlich neu. Was ist das für eine Rüstung? Die sieht nämlich sehr, sehr geil aus. Shit. Das verlässt mich einfach in Tradition. Und sei ich dir wieder noch voll. Sehr schön. Oh ne, geht das jetzt die ganze Zeit hoch? Fände ich aber gar nicht so toll. Ja, tatsächlich. Gut Verlust. Shit, das ist der ganze. Wie ärgerlich. Heilig. Sonst noch jemand kommt rein. Was hat denn der für eine Rüstung an? Die ist ja total cool. Ich will auch. Jetzt ist aber auch mal gut mit Blutverlust hier. Ja, dich an. Wie kriege ich als nicht hin? Aber das läuft doch ganz gut. Oh, der ist schon tot. Alter, wie oft kriege ich denn jetzt noch Blutverlust? Meine Herren. Geschworene. Du willst dahin gehen? Okay. Wollt ihr dahin gehen? Ihr wollt da nicht hingehen. Was ist das für eine Ritterrüstung? Ich will auch.
Krüppelkeule. Alter, ruckzuck wieder zig Leute weg. Das macht mich immer ein bisschen traurig, aber so ist es halt. Das ist leid. Jetzt gehen wir mal wieder Abendessen, sag ich einfach. Alter, was hat der denn für ein Shit? Ja. Ich kümmere mich um den. Ich kümmere mich doch nicht um den. Scheiße. Wack, 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 wack. Ja, zu Recht ist der enttäuscht. Ja, aber ihr macht das schon. Große Sense. Ich will die haben. Sense sind cool. So. Ah ja. Okay. Ich will endlich mal den Endgegner besiegen. Verdammte Axt. Alles muss hier zu Kleinholz verarbeitet werden. Hier wohl immer wieder aufstellt. Ich weiß auch gar nicht, mit wie viel Frames das läuft. Ich würde behaupten, es läuft mit 60 Frames. Das seht ihr jetzt natürlich nicht im Stream. Dir helfe ich doch gerne. Upsa. Jetzt musst du mir nur sagen, wo du hin willst. Okay. So. Shit. Shit,
denkt, dass ich immer noch... Oh, shit! Mit dem ersten... Mit dem ersten Schild rumlauf. Ah, ne, laufe ich gar nicht. Ich lüge. Es tut mir leid. Laufe ich ja gar nicht. So. Puh. Ich spiele mit dem automatischen Hub, weil im Chat gefragt wurde. Der zeigt mir nur die Sachen an, die auch wichtig für mich sind. Ich habe Zeit. Wir können hier gerne warten. Und ich finde es immer schöner, wenn man so wenig wie möglich HUD sieht. Weil das hilft doch nochmal der Atmosphäre, wie ich finde. Wer schleicht sich da eigentlich in Weiß rum? Wie heißt denn der? Dexter. Okay. So. Genau hier davor zu stehen. Kritische Schlacht kann jetzt beginnen. Let's go. Feuers zerstört. Gar kein Problem. Ich verneige mich, habe eine Glut erhalten und eine Sonnenlichtmedaille. Die kritische Schlacht ist beendet. Bam! So schnell geht das. Tja, so einfach geht das hier. Enttarnt zu werden. Zack, Glut wiederhergestellt. Beste. Und wir sollten genügend Seelen zusammenbekommen haben, um vielleicht zweimal aufzusteigen und das in Belastbarkeit zu stecken. Denn, wie ihr sicherlich wisst, meine Rollen sind sehr, 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 sehr langsam. Und ich brauche Schaden und ich brauche Schnelligkeit. Das heißt, Großschwert-Action. Action. Inklusive Mate. Das Paket hier, 21. Hoffentlich passt das. 61 Grad mal hoch. Aber meine Feuerabwehr verbessert sich auch und wir sind Level 48. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Wenn ich das hier ausrüste, sind wir immer noch bei 83. Alter. Das hat ja nichts gebracht. Wie viel wiegt denn dieses Schwert, um Gottes Willen? Belastung. 20 wiegt das. Haben wir
vielleicht irgendwas ganz Leichtes. Eine leichte Kapuze. 70. Machen wir es so. Nicht schön, aber effektiv. Und wenn wir uns jetzt noch jemanden sammeln können, kriegen wir es ja vielleicht hin, die Typen dazu plätten. Wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir hin. Liebe Leute. Beschworen. Alter, wo sind die anderen hin? Hier waren gerade Tausende. Hier waren gerade so viele. Wo sind die hin? Habt ihr das gesehen? Ah ja, immerhin, es hat funktioniert. Meine ehrwürdigste Verbeugung. Haben wir vielleicht noch einen? Will noch einer mitspielen? Kriegen wir noch einen hin? Nein? Ja, ich sehe schon. Du bist heiß drauf. So, dann wird hier durchquoren. Und dann ist es nur Fair Fight. 2-on-2. Alter, mit einem einfachen Schlag. So, der ist besiegt, wunderbar, wir sind schön weit weg. Sollte das Piece of Cake sein. Die Effekte sind so schön. Blut und Feuer funkeln. Der Hammer.
bin ich? Da. Alter. Dumm. Der Havels Ring oder so. Okay. Das hat es echt zu weit gesehen. Magier. Sehr schön. Wächter des Abgrunds. Fürstenasche. Seele des Wolfsbluts. Sonnenlichtmedaille. Geile Scheiße. Geile Scheiße. It was a piece of cake. It was not so bad. Na? Frage. Darf ich jetzt dieses Feuer hier auch mal entzünden? Ist das etwa gute Arbeit? Was passiert jetzt? Bevor wir hier hingehen, will ich erstmal meine Seelen noch fertig investieren. Ich kann das. Hä, wieso kann ich das hier nicht entzünden? Okay, dann gehen wir halt da runter. Wird schon, wird schon. Katakomben. Skelettkrieger. Jetzt aber. Ich muss doch dieses Feuer entzünden können. Pharaons Feste. Ich kann das Feuer hier nicht entzünden. Dann machen wir das anders. Wir machen hier. Gehen hier raus und gehen wieder rein und dann wird er schon hinhauen. Wieso kann ich da das Feuer nicht entzünden? Richtig dumm. Und sehe auf die Uhr noch 7 Minuten. Und danach werden wir erstmal eine etwas längere Pause machen. Für heute. Vielleicht sehen wir uns dann wir sehen uns mit Sicherheit um 22 Uhr wieder oder vielleicht etwas später, mal schauen. Werde dann ein bisschen offline ein bisschen weiterspielen, beziehungsweise werde ich das dann in... Nee, ich spiele es offline ein bisschen weiter, glaube ich. Weil sonst ziehen sich die Teile immer ein bisschen. Mal schauen. Jetzt kann ich das entzünden. There we go. Dann gehen wir jetzt mal hier. Wieder zum Feuerwandschrein. Und investieren. Ein bisschen in Geschicklichkeit. So, wunderbar. Welcome home, I should speak that. Very wir wollen natürlich well. Aufsteigen. Wir gehen in Geschicklichkeit. Oder, nee, komm, wir geben noch einen Punkt in Stärke. Bam. Das Stärke, aber auch nicht Belastbarkeit. Noch mit Level verstehe ich nicht ganz. Oh, wen haben wir hier? Ach! Ah, I know you. Been some time. I just dropped in to see how she's getting on. Now,
What are you playing at with this circus? This cesspool of doddering old folk and degenerates. Couldn't be better. She must fit in perfectly here. Mhm. Der ist aber nicht nett zu ihr. Die arme Mann. Ist blind und wird vor allem von so einem Affen da beschützt. Beziehungsweise ich beschütze ja jetzt. Ein bisschen tragisch. Können wir vielleicht irgendwas aufwerten? Lass doch mal hier was verstärken. Stachelschwert. Benutze ich ja nicht. Uchi-Katana. Große Titanitscherbe bräuchte ich dafür. Shit. Habe ich alles nicht. Acht Rang Doppelhammer. Ich verstehe. 32 brauche ich für die große Axt. Pretty be careful. Okay. Wir müssten echt ein bisschen mehr Belastung eigentlich haben. Ich habe so das Gefühl, als wäre ich hier noch nicht weiter. Aber geht's hier irgendwo noch weiter, ist die Frage. Wächter des Abgrunds. Gucken wir uns in den Katakomben noch die letzten paar Minuten an. Wir gucken uns an. Sein Unfug. Bevor wir dann erstmal Schluss machen. Großstreitkolben. Lass mich raten, du hängst damit zusammen. Oh shit. Alter! Wie kannst du das überleben? Was hast du verloren, ist die Frage. Eine kleine Titanitscherbe. Bin ich jetzt in Dark Souls 2 gelandet, oder was? Dir fehlt Arm und Kopf. Die bleiben liegen. Noch. Oh. Ach so. Kurz heilen. Bisschen ätzend. Dass ihr auch nicht so schnell seid. Komm, dich hau ich auch platt.
Ich hau euch alle platt. Huch. Alle hauen mal so platt. So. Es klingelt zum Abschluss, liebe Leute. Wir gehen jetzt in eine etwas längere Pause. Für die, die auf YouTube zugucken, wir sehen uns das nächste Mal. Wenn ihr was verpasst habt, könnt ihr das gerne auf YouTube nachholen. Wir werden jetzt erst heute Abend uns wieder zurückmelden. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis auf dann und vielleicht bis heute Abend, wenn es weitergeht mit Dark Souls 3.